Du bist dran. Ui. Ui. Oh. Ich sehe es gerade. Ganz gut, aber nicht perfekt. Ich habe gerade genau... Jetzt kommst du. Punkt genau in die Mitte geschossen. Könnt ihr ja sehen. Boah. 10 Punkte. Ja. Wahnsinn. Yippie. Alle Achtung. Spitze. Ast rein, Spitze. Ich weiß. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Leg mal was vor. Stefan, nicht schlecht. Bitte los. Ja, machen wir das mal, ne? Direkt und bam. 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 Du Killer! Bam. Genau in die Mitte. Alle ja. Achtung. Ja. Der Wilhelm Tell von Schlag den Raab. Normal. Hurtig schreiten wir voran. Ah, cool. Los, ne? Zeig's uns. Irgendwie habe ich Durst. Ach, die Flasche ist so weit weg. Müsste ich hier aufstehen. Wenn du so weitermachst, könnte sich der Sieg ausgehen. Nun darfst du ran. Ja. Jetzt hau ich dir einmal die 10 rein. So, pass auf. Na, schade, aber... Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Du hast doch zu Hause eine Armbrust im Schrank, oder? Toll. Nee. André, du ballerst ja um dein Leben. Ja. 187. André, du bist der neue Schützenkönig. Spitze! Ich mach mal so weiter. Was wir daraus lernen, zeigt uns der Zwischenstand. Ach, was haben wir denn da? 10 zu 0. 110 Punkte noch zu spielen. Spiel 5. Wer weiß mehr? Ha. Eine Frage mit 15 Antworten und zeige ich 5 Antworten sind falsch. Dann müssen wir abwechseln. Aus der anderen Wind. Was bin ich aufgeregt, denn jetzt kommt Wer weiß mehr. Ihr spielt abwechselnd. Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt. 5 Antworten sind falsch. Nun müsst ihr abwechselnd eine richtige Antwort auswählen. Wer 4-mal falsch liegt, scheidet aus. Der andere gewinnt. Na dann mal los. Ja. Nenne die tiefsten Seen der Welt. Oh. Absolut richtig. Das Mittelmeer ist doch kein See, das ist ein Meer. Die Nordsee ist auch ein Meer. Der Ostsee weiß ich nicht. Was? Antarktischer Ozean, Baikalsee. Indischer Ozean ist ein See, in einem Meer. Großer Sklavensee. Das wollte ich hören. Diese Antwort war gut und richtig. Das ist bestimmt falsch. Na, es geht doch. Korrekt und akzeptabel. Ach, wartet mal. Da sind 4 Meere bei. In Schwarze getroffen. Der Rest sind Seen. Mittelmeer, Nordsee, Indischer... Stefan. Stimmt. Weiter so. Indischer Ozean, Ostsee und... Das lasse ich mal so gelten. Das sind alles Meere. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja. Richtig. Lago Argentino. Bei Gleichstand gibt es keine Punkte. Ja. Was wollte ich? Ach ja. Welche dieser Opern ist von Richard Wagner? Ach so. Ach so. Ja, toll. Keine Ahnung. Eine präzise und richtige Antwort.
Richtig. Das ist ganz falsch. Keine Ahnung. Das wird euch gefallen. Welche dieser Bücher wurden von Georgette Heyer geschrieben? Ja, super. Geraten doch. Oder gewusst, es stimmt. Keine Ahnung, das hier bestimmt, ne? Leider nicht. Verdammt. Super. Achtung, es geht weiter. Gut. Welcher Titel bezeichnet einen sogenannten Manga? Ah, oh, da gibt's viele. Stefan, richtige Antwort. Stimmt. Gut gemacht. Leider nicht. Nein. Ey. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Ja, ist mir doch egal. Welcher der folgenden Namen steht für eine Insel der kleinen Antillen? Es ist ein Land. Es ist auch ein Land. Es ist auch ein Land. Es ist auch ein Land. Da kennt sich wer aus. Jawohl, ja. Super. Weiter so. Bravo, richtig. Richtig beantwortet. Die Antwort ist richtig. Das akzeptiere ich als richtig. Nö, falsch. Gut gemacht, Stefan. Wer weiß mehr, hast du eindeutig gewonnen. Und das freut mich auch wirklich sehr. Toll. Der Spielestand bis jetzt. Ganz toll. Spiel 6. Air Hockey. Air Hockey. Ihr sollt mit einem Schläger den Puck auf dem Feld hin und her schlagen, bis er im Tor eines Spielers landet. Wer nach 2 Minuten mehr Tore erzielt hat, hat... Nun wollen wir Hockey spielen, allerdings die Luftvariante. Ihr sollt mit einem Schläger den Puck auf dem Spielfeld hin und her schlagen, bis er im Tor eines Spielers landet. Wer nach 2 Minuten mehr Tore erzielt hat, gewinnt das Spiel. Und ihr dürft anfangen! Bitte beginne jetzt. Voll schwer mit WASD Air-Hockey zu spielen. Ja toll, jetzt schieß doch mit dem Ball mal rüber, du Affe. Nicht den Ball, den Puck, meine ich natürlich. Wow. Was für ein Tor. Ja, freu dich. Dann schieb mal an. Der ist drin. Das ist so die schwer, Scheibe ne? liegt da. Das ging in die Hose. Hoppala. Punkt für die andere Seite. Steht schon 3-0. Zeig mal etwas Ehrgeiz. André, ich bin gespannt, was noch passiert. Die Finte war gut. André, du fängst an. Oi, oi, oi. Hoppala. Diesen Punkt bekommt leider dein Gegenüber. Das geht ja mal gar nicht. So, Zeit ist deinem Gegner heimzuzahlen. Das war nix. Der Punkt geht rüber zur anderen Seite. Schon wieder. Na dann mal hurtig weiter. So. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Das Spiel macht gar keinen Spaß. Ja, okay.
Und somit hast du deinem Gegenüber einen Punkt geschenkt. Vor allem, weil man mit WASD hier ein neuer Punkt kann, den Schläger. Hinten. 7-0 steht schon. Was ist das denn für ein Affe? Geht doch endlich zu Ende. So, Ende. Und die Zeit ist aus. Ja. Stefan, schön. Du hast Air Hockey gewonnen. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, ich möchte meinem Gegner herzliches Beileid wünschen. Ich bin ja gespannt auf den Spielestand. 10-12. Wow. Ja, noch 99 Punkte. Spiel 7. Sortieren. Ihr sollt bestimmte Gruppen sortieren, von klein bis groß, von leise bis laut. Okay. Jetzt kommt es auf die Reihenfolge an. Ihr spielt abwechselnd und sollt bestimmte Begriffe sortieren. Von klein bis groß, von leise bis laut. Sobald ein Begriff falsch eingefügt worden ist, bekommt der andere Spieler einen Punkt. Wer viermal falsch liegt, scheidet aus. Der andere gewinnt. Beginnen wir. Sortiert diese Schauspieler nach ihrer Größe. André. So, dann mal munter weiter. Robert Pattinson ist eigentlich relativ groß. André, der Begriff ist leider falsch platziert. Ach, der ist klein. Jetzt sage ich euch mal, was stimmt. An welches Wort traust du dich jetzt? Sortiert diese Wüsten nach ihrer Größe. Was wählst du jetzt? Ja, die Antarktis. Das ist korrekt. Ein neuer Begriff wartet auf dich. Die Sahara. André, gut gepokert. Dann such dir mal einen neuen Begriff aus. Stefan, stimmt. Und noch ein Begriff. Gobi-Wüste, Sonora-Wüste, Somali-Wüste, Karakum. Gobi würde ich jetzt unter Kalahari. Ist aber bestimmt falsch, hundertprozentig. André, nee, das stimmt nicht. Wer hätte das gedacht? Ja, hört ich. Mal. Ja, toll. Wähle wirklich weise. Sortiere diese Ereignisse des 20. Jahrhunderts nach Jahren. Suche dir einen Begriff aus. Hitler wird Reichskanzler. André, das Wort gehört da nicht hin. Ach, früher und später. Ich und das ob verteilt. Es richtig ist vertauscht. Oder nicht, sagt euch gleich ich. Also. Toll. Hätte ich früher mal ein bisschen André, lesen was müssen, ne? Gehört wohin? Klar war das später. Sortiert diese Obstsorten nach ihrer Größe. Darüber oder darunter? Stefan, richtig. Trifft deine Wahl. Wassermelone. Ja, das passt. Ja. Neuer Begriff, neues Glück. Stefan, der Begriff ist korrekt platziert. Mach mal, es kann fast nichts schief gehen. Die Ananas würde ich jetzt so dazwischen, ne? Passt, sitzt und hat Luft. Weiter, welchen Begriff wählst du? Ja. Stefan, okay, das lasse ich gelten. Was kommt jetzt wohin? Weintraube. Es geht ja. Stefan. So, dann mal munter weiter. Diese Sortierung stimmt. Aber die Papau. An welches Wort traust du dich jetzt? Ich kenne keine Papau. Ich weiß nicht, was das ist. Papaya kenne ich. Ist das Papaya? Wenn ja, müsste das ja hier oben sein. Ich riskiere es jetzt einfach mal. André, leider falsch einsortiert. So. Hier die Auflösung.
Sortieren hat Harald gewonnen. So ein Tausendsasser. Ja, toll, das ärgert mich mit Hitler. Nach diesem Spiel sieht es wie folgt aus.